Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast. Ja, wir sind jetzt hier dabei und... Was? Wer hat hier das Licht ausgemacht? Und wollen erstmal so ein bisschen in die Höhle erkunden. Eben um in erster Linie natürlich Rohstoffe zu farmen. So, und hier geht es richtig runter, wenn ich das richtig sehe. Nein, hier wollte ich die nicht hinhaben. Da wollte ich die hinhaben. So, hier haben wir dann auch gleich noch mal Eisen. Aber wir müssen vorsichtig sein, denn es gluckert auch. Und gluckern ist eigentlich immer ein Zeichen für Lava. Wir könnten jetzt im Grunde unter diesem Lavasee sein. Den Lavasee, den wir da in der letzten Folge gefunden haben und auch ganz gut freigelegt haben. Na. Tja, dieses Geräusch, was sich anhört wie eine, wie ein Zug, das habe ich immer noch nicht ergründet, solange ich das auch schon spiele.
was das wirklich ist. So, hier geht es noch richtig gut weiter runter. Aber unser Inventar ist weitgehend voll. Granit brauchen wir, naja, Erde brauchen wir nicht unbedingt. Das Grüne brauchen wir auch im Augenblick nicht unbedingt. Also wir könnten theoretisch was wegschmeißen, aber ich gehe doch nicht zum Farmen, um es dann wegzuschmeißen. Können ja hier nochmal. Okay, hat sich eh erledigt. Damit haben wir im Grunde in dieser Höhle alles weg. Erstmal, was jetzt so an normalen Rohstoffen ist, und wir kommen nicht tiefer. Ne, Salz nehme ich nicht mit, oder haben wir schon welches? Nein, haben wir nicht. Sonst müsste ich was anderes für wegschmeißen. Aber wundersamerweise habe ich hier zumindest den Ausgang gefunden, was bei mir auch nicht unbedingt normal ist. Das war wieder dieser Goblin. Ja, das sind Kaffeebohnen, die sind im Augenblick erstmal noch nicht so wichtig. Aluminium-Kies, Aluminium haben wir genug im Augenblick. Aber was wir nicht gefunden haben, was eigentlich das Wichtigste gewesen wäre, ist Redstone. Das heißt, wir kommen im Endeffekt mit dem, was wir wirklich vorhaben, nicht weiter. Alter, mal davon, ja, davon haben wir auch welche. What? So.
Okay, jetzt brauchen wir noch hier ein weiter die Erde und das andere sind alles halt alles Erze. Gut oder auch nicht gut, wie man es nimmt. Ach Mensch, mir fällt gerade ein, wir haben doch, um die Nacht zu überbrücken, haben wir da uns doch extra ich glaube, aus Zinnobererz macht man Blei oder irgendwie was. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Ich kann mich aber auch täuschen. So. Es ist hell. Oh, unsere Bäumchen wachsen. Die für die Gummiproduktion. Wir haben keine Holzkohle mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Dann sollten wir uns vielleicht erstmal drum kümmern. Gut. Das ist normale Eiche. Wo stand die ursprünglich? Da. Kein Eichenlaub. Laub sage ich schon. Das sind Gummibäume. Das ist Akazien. Das sind auch Gummibäume. Eiche.
Jetzt habe ich aber endlich hier einen Eichensitzling erwischt. Das waren ein paar. Sehr schön. Also Gummibäume sollten im Augenblick erstmal kein Problem sein. Ich denke mal, davon haben wir genug. Im Moment. Auf Dauer kann das natürlich wieder ganz anders aussehen. So, dann wollen wir mal ein bisschen Holzkohle herstellen. Das ist richtig. So. Wir haben mal wieder Aluminiumkies. Der kann hier mit rein. Ja, wie gesagt, das A und O, was uns im Augenblick fehlt, ist Redstone. So, hier hatten wir die Höhle gefunden. Ein Dorf. Da sage ich mal, ganz wichtig. Was das hier ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Das ist definitiv ein Dorf. Und das können wir ja nutzen. Das dürfte wohl hier irgendwie Kupferkies oder was sein. Nee, Eisenkies. Nein, da ist ein Dorf. Und was viel interessanter ist, hier ist auch eine Höhle. Aber nichts drin. Ja, was man hier mitmachen kann, keine Ahnung.
Was machen die? Drei Goblins da drin? Gut, ob das in irgendeiner Form was bringt, weiß ich nicht. So, da setzen wir jetzt mal einen Block Erde hin. Kies drauf, dann haben wir eine Stufe. So, das ist doch schon mal interessant hier. Ein Trichterwaggon. Eine Walzmaschine. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und die Truhe sowieso. So, dafür brauchen wir das Brecheisen, das haben wir natürlich noch nicht. Hier waren wir schon. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal da oben.
Hier ist nichts weiter. Aber hier haben wir Koks, das könnte eventuell noch entscheidend werden, dass wir das haben. Denn ich glaube, das brauchen wir für den Hochofen. Tja. Auf welcher Höhe sind wir denn hier? 92. Also das in irgendeiner Form bei uns anzuschließen, wird schwierig. So wegemäßig. Ja, die kommen nicht raus, oder wie?
Rotfichtensetzling. Auf jeden Fall schon mal nicht ganz uninteressant. Gut, mit dieser Bienenzucht und so weiter habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Ich weiß zwar, dass es das gibt, aber gut, ich denke mal, dann gehen wir mal wieder zurück. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt wirklich die Folge. Ich war so fasziniert. Naja, fasziniert nicht, aber so beschäftigt und habe geguckt. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Folge schon lange vorbei ist. Das ist ja schon fast eine Doppelfolge. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dahin. Tschüss.